Heimwerkerin Lena zieht für uns heute ihre Bluse aus, um daraus was zu machen? Ich zeige euch heute, wie man Möbel aufpolstern kann. Und dafür habe ich mir zwei Stühle vom Flohmarkt besorgt, denn wir sind heute super nachhaltig. Und dafür brauchen wir heute natürlich unsere beiden Stühle. Für den armen Kleinen hier ein bisschen Holzleim und Schmirgelpapier, Stoffe zum Beziehen. Damit es auch bequem wird, brauchen wir dann noch Schaumstoff und ein bisschen Wolle, damit wird es dann richtig gemütlich. Außerdem brauchen wir unseren Möbeltacker und eine Stoffschere. Diesen Stuhl hier finde ich ja eigentlich schon ganz schön, der ist aber knallhart, da will man echt nicht länger drauf sitzen. Deshalb mache ich den jetzt gemütlich und zwar mit diesem Stück von einer alten Matratze. Dafür muss ich jetzt aber wissen, wie groß die Fläche ist, damit ich mir das entsprechende Stück hier rausschneiden kann. Das kann man natürlich auch doppelt legen, dann wird es noch weicher. An dieser Stelle kann ich es nur wieder sagen, besorgt euch eine gute Stoffschere und benutzt sie wirklich auch nur für Stoff und für nichts anderes. Okay, verstanden. Tada! Und jetzt schneidet Lena eine Ecke für die Lene ab. Und jetzt für die Gemütlichkeit Polsterwatte. Der Vorteil an dieser Polsterwatte ist, die ist schön stabil, die können wir einfach oben drüber tackern und die sorgt am Ende dafür, dass wir schön weiche Kanten haben. Passt da auf, dass ihr ein bisschen Zulauf habt. Den Rest könnt ihr dann am Ende noch abschneiden. So, hier fange ich jetzt an zu tackern und ziehe mir das ordentlich in die Kante hier rein. Immer in dieselbe Richtung tackern, dann entstehen keine Falten. Später kommt hier noch der Bezug drüber, deshalb muss es jetzt noch nicht hübsch aussehen. So, hier um die Ecke fange ich jetzt mit der Seite hier an. Ist wie beim Geschenke einpacken, ich zeig's euch. Und jetzt klappen wir das einfach hier ein und tackern fest. Fertig. Schaut mal, wie kuschelig und puschelig es geworden ist. Meine liebe Kollegin, die Marielle, hat mir ihren alten Pulli dafür gegeben. Merci, Marielle. Und den schneide ich mir jetzt zurecht. So, ich habe jetzt hier nochmal eben die Beine abgeschraubt und kann dann den Stoff jetzt schön hier drüber festtackern. Hier gilt jetzt auch wieder das gleiche Thema, in eine Richtung durchtackern. Tada! So einfach war das. So, bei meinem nächsten Fundstück ist das Polster zwar noch schön weich, aber also über die Farbe wollen wir uns ja mal jetzt nicht streiten. Allerdings auf dem Weg nach Hause war ich wohl etwas zu stark und dieses Stück ist rausgebrochen. Das zeige ich euch jetzt, wie ihr das da wieder reinbekommt. Aber bevor wir das jetzt leimen, seht ihr hier schön, da kleben noch so alte Reste dran. Die müssen erstmal runter und das machen wir mit Schmirgelpapier. Das wird einfach um ein Stück Holz gewickelt. Dann bleibt die Schleiffläche gerade. So, hier ist jetzt natürlich eine Menge Staub. Jungs! Diese Seite habe ich hübsch abgeschmirgelt. Auf der anderen Seite ein bisschen was dran lassen, denn das ist ja rausgebrochen. Und so passt es da genau wieder rein. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Holzleim. Keine Sorge, der wird durchsichtig, wenn er trocknet. Und schön draufklatschen da. So, ist drin der Kollege. Jetzt geht's ans Stoffwechseln. Und da sind wir wieder bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ich habe vorgesorgt. Mein Stoff ist direkt an Ort und Stelle. Ja, jetzt zieht sie die Bluse aus, um sie festzutackern. Mein Mädchenstuhl ist fertig. Und mit dieser Methode könnt ihr natürlich auch wieder jede Menge sparen, indem ihr einfach alte Kleidungsstücke verwendet. Das Lieblingsstück von eurer Oma, ein Schal von Mama oder euren Lieblingsschlafanzug. Den könnt ihr einfach darauf tackern und dann habt ihr ihn neu verwendet. Und noch ein kleiner Extra-Tipp von mir, wenn ihr keine alte Matratze habt, die ihr ausschlachten könnt, nehmt einfach ein altes Kissen. Pro Stuhl hat das 12 € gekostet und eine Mädchenbluse.